Willkommen zum dritten Teil von Empfindsame Wesen. Mal sehen, ob wir das jetzt zu Ende kriegen oder ob wir noch einen Tag mitbringen dürfen. Heute haben wir ausreichend Rechenleistung. Ich habe das der Forschungsleiterin gemeldet. Sie meint, dass sie davon ausgeht, dass du damit... Oh. Sag mir bitte Bescheid, wenn du fertig bist. Ich muss das Sicherheitssystem des Terminals verstärken. Na klar, schalte bitte das Terminal an. Das optische Identitätsprogramm wurde eingerichtet. Das Terminal verfügt über ausreichend Rechenleistung. Bedien dich. So, und wieder ein Rätsel. Mal sehen, wie das diesmal aussieht. Ja. Nee, Moment. Ja. Nein. Moment. Ja, aha, okay, der geht hier hin. Ja, Moment mal. Also, wir fangen an. Der würde uns dahin porten und der andere würde uns dahin porten. Ja, es ist so lustig. So, aber genau, dann ist man genau hier. Und das darf eigentlich nicht passieren. Nee, nee, nee. Das ist falsch. Na, guck mal, aber jetzt, ja, Pech gehabt. Wenn man... Wir gehen mal los. So, so. Ja, 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 jetzt wird ein Schuh draus. Perfekt, genau. Kommt man da an? Richtig, genau. Siehste. Hurra, hurra. Und wieder ein kostbarer Schatz. Wunderbar. Sehr gut. So, auch wie bei den letzten beiden Malen. Also, vorlesen möchte ich das Ganze alles nicht. Aber wer es natürlich nachträglich lesen möchte, ich mache das extra langsam hier. Oh, ganz auf fehlgeschlagen. Der geprüfte Serienbrenner ist unverständlich. Mimivirus unbekannter Herkunft entdeckt. Oh, da haben wir ihn ja. Fehlgeschlagen. Ja. Ich verstehe jedes einzelne Wort, aber ich verstehe die Wörter nicht im Zusammenhang. Mir wird schwindelig, wenn ich sie lese. Ich muss mich übergeben. Was bedeutet meine Existenz in der Welt? Was ist der Unterschied zwischen jemandem ohne Karriere und einem Stück Weltraummüll? Moment mal, was denke ich da nur? Das war knapp. Ich wurde fast von Mimivirus infiziert. Aus den Aufzeichnungen von Joanne geht hervor, dass das Meme-Virus die Gedanken von Leuten beeinflusst und Leute zu bedeutungslosen Konkurrenzkampf verleitet. Dieses Virus ist sehr schädlich. Ich soll es zurückgehen, aber bevor wir Technik Bescheid geben, schließlich habe ich ihm das versprochen. Ja, gut. Und noch mehr? Nee. Bist du fertig? Ja, ich glaube, ich habe die Ergebnisse, die ich brauche. Okay, nach Vorschriften des Datenzentrums der Raumstation ist deine Anfragegenehmigung abgelaufen, sobald du den Terminalraum verlässt. Vielen Dank für deine Kooperation. Ja, immer gerne. So, Hauptkontrolle, da sollen wir hin. Los geht's. Ich bin durch alle Datenaufzeichnungen durchgegangen. Sehr gut, ich habe vom Wartungstechniker gehört, dass die Rechenleistung des Terminals deinen Fortschritt behindert hat, da wir uns noch nicht von den bisherigen Invasionen erholt haben. Das war schnell, danke für deine harte Arbeit. Zu welchem Schluss bist du also gekommen? Hier deine Beobachtung und deine Analyse mitteilen. Ha, ich verstehe, ich habe immer vermutet, dass Ron die Infektionsquelle ist, aber ich hatte keine handfesten Beweise. Hast du jemals die anderen beiden... Woher hast du gewusst, dass sie es war? Ganz einfach, und den drei Verdächtigen war sie die einzige, deren Sprachstil zur Ulkmuschel passte. Ich fand es immer verdächtig, dass jemand, der ständig einnickt, plötzlich alle Gewohnheiten und Hobbys aufgeben würde. Das Ergebnis ist genau, wie ich es erwartet habe. Lass uns als nächstes etwas über den Virus von Joanne herausfinden und sie wieder auf Kurs bringen. Vielen Dank für deine harte Arbeit und um handfeste Beweise zu finden. Also, Moment mal, ich verstehe immer noch nicht. Was? Gibt es noch etwas, das ich klären muss? Ich habe keine Fragen.
Ja, ich verstehe dein Anliegen zu einem gewissen Grad. Aus einer kurzsichtigen Perspektive mag es gute Sache sein, die Sicherheit der Menschen zu ignorieren und sie endlos arbeiten zu lassen, aber tatsächlich wird das zu einer Katastrophe führen. Die Raumstation befindet sich im Weltraum, weit von einer Landoberfläche entfernt. Nicht jeder kann sich an das Leben hier anpassen, das wird nach einer Weile deutlich. Obwohl die Ausrüstung und die Ressourcen hier erstklassig sind, können es manche Leute einfach nicht ertragen, wenn sie eine lange Zeit hier bleiben. In diesem Fall hilft es, wenn Leute ihre eigenen Hobbys haben, um die mentale Gesundheit zu erhalten. Wenn sie zu lange vom Festland weg waren, das ist der beste Weg, um die allgemeine Effizienz zu steigern. Denn schließlich sind wir alle als Menschen geboren. Wir sind keine emotionslosen Pflanzen oder Steine. Wenn wir unsere Hobbys und Emotionen aufgeben müssen, können wir uns dann noch Menschen nennen? Das ergibt Sinn. Es ist wahr. Das ist auch meine persönliche Lebenserfahrung. Nur indem ich studiere, was mir gefällt, kann ich ein bedeutungsvolles Leben führen. Du hast noch einen weiten Weg vor dir, wenn du da draußen auf Erkundungsreise gehst. Denk dran, egal was du tust, gib deinen Hobbys und Emotionen nicht auf. Ach ja, übrigens hatte ich fast eine Sache vergessen. Ich weiß, dass am Terminal Papierunterlagen ausgedruckt werden. Behalte diese Unterlagen für dich. Lass die Informationen nicht in der Raumstation bekannt werden. Sonst nehme ich meine Belohnung wieder an mich. Keine Sorge, ich werde sie nie verbreiten. Nun, auf alle Fälle vielen Dank. Dies ist meine Belohnung für dich. Ich habe das selbst gemacht. Wenn es dir nicht gefällt, kann ich dich mitnehmen, um dir die Sternzerstörerflotte zu kaufen, wenn die aktuelle Version herauskommt. Sie ist heutzutage sehr beliebt bei den jungen Leuten. Okay, ja, alles klar. Siehste, empfindsame Wesen 3, abgeschlossen. Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.